Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Empire Earth. Und genau, wir waren ja beim letzten Mal hier in der zweiten Mission der amerikanischen Kampagne angefangen und sind jetzt auf der Insel... Was? Florida Island, genau, Florida Island gelandet. Und müssen uns jetzt hier mit einem Fußheer durch die Sümpfe und Wälder schlagen. Oh Mann, das ist ganz schön interessant, Freunde. Sir? Zeit zum Sterben. Ach du Scheiße, ich glaube, hier oben, Kaiserreich Japan. Genau, hier oben müssen wir nicht hin. Hallo, was? Ach du Scheiße. Komm, das schafft ihr. Mach den kaputt. Sehr gut. Und den da oben noch. Jawohl. Den kriegt ihr auch. Wunderbar, Freunde. Und ja, wir sind jetzt im Prinzip ein Fußtrupp. Und genau, müssen jetzt hier die Japaner bekämpfen. Okay. Die Frage ist jetzt halt, wo müssen wir genau hin? Zeit zum Sterben. Ja, ihr mich auch, echt. Kein Bock zum Sterben, Mensch. Zeit zu sterben, einfach mal so, ja. So, was ist das denn hier? Heckenschützen. Ah, schaut mal da, Japaner, Kaiserreich Japan. Und kabam. Ach du Scheiße, da unten! Nicht auf meine... Na komm! Ah, verdammt mich. Verdammt mich, okay. Hä? Den 1 gegen 1 Duell, verdammt. Ja gut, ihr bleibt mal bitte hier, Ingenieure. Natürlich, Sir. Erwarte Befehle. Zeit zum Sterben. Sir, erwarte Befehle. Zeit zum Sterben. Ja, ihr mich auch, echt. So, was zur... Okay. Euer Befehl? Das heißt, ihr könnt mal hier unten hingehen. Genau. Sir, jawohl, Sir. Sir. Erwarte Befehle. Sir. Genau. Erwarte Befehle. Sir. Das ist Team 1. Genau, das guckt sich mal bitte jetzt hier unten Sir, um. Jawohl, Sir. Team 2... Komm bitte weiter, dass die Wälder hier erkunden. Oh Mann. So. Wir müssen uns jetzt tatsächlich einmal aufteilen. Ah, ziemlich gemeines Geblende hier. Aber ja, was sollen wir dagegen machen? Es ist halt so, ne? So. Oh, hier ist nochmal eine Mauer. Palisaden. Oh. Ah, sehr gut. Ihr habt sie gefunden. Warum sind hier... Mauer Bambus. Ah, okay. Mauer Bambus. So. Ach du Scheiße, was ist das denn? Ach, um Gottes Willen. Raus da. Mach das kaputt. So. Alles klar. Das heißt, Team 1 ist jetzt eigentlich auch hier. Ui, guck mal da. Da sind noch mehr Einheiten vor denen. Aber wir haben es doch. Wunderbar hier. Wir haben Heckenschützen dabei. Sehr schön. 52, okay. Das heißt, wir können hier reinmarschieren, ne? Ah, gut, okay. Genau, ihr könnt ja hier drauf ballern, ne? So. Was ist denn hier unten? Ah, nee, das sind meine Verstärkungstruppen, okay. Ja, dann, mach mal das Bambustor auf hier. Und ja, Freunde, dann freue ich mich, dass ihr mal wieder hier eingeschaltet habt bei Empire Earth. Und ja, wie wir jetzt hier weiter mit der amerikanischen Kampagne machen. Die war ja bis jetzt machbar, muss ich tatsächlich sagen. Und richtig cool, die Kampagne, ja. Richtig cool. So. Wir haben den feindlichen Stützpunkt. Jawohl. Guck mal hier. Hey, Sergeant. Wir haben hier etwas zum Essen und medizinische Vorräte gefunden. Jedenfalls genug, um uns wieder auf die Beine zu bringen. Sehr schön. Sehr cool. Okay. Kann ich helfen? Tada. Klicken Sie auf die medizinische Versorgungskiste, um Truppen zu heilen. Die Versorgungskiste kann nur einmal benutzt werden, also verwenden Sie sie überlegt. Erwarte Befehle. Sir? Okay. Ja gut, aber das ist ja nicht. Das passt schon so. Denke ich. Ja! Sehr gut. Aber wir müssen doch hier einen Außenposten oder sowas errichten.
Ja gut, wir haben auf jeden Fall den Außenposten. Das ist schon mal sehr gut. Das heißt, ihr teilt euch mal bitte wieder auf. So, gleich große Trupps am besten hier. Und dann vorwärts. Ja, Freunde, wieder im Command & Conquer-Zeitalter. Ach, das ist wieder so cool. Das ist wieder so cool. Oh Gott. Ja, teilt euch lieber doch nicht auf. Nee, nee, geht doch wieder mitten hier nach oben. Jawohl, Sir. Okay. Dann Zeit zum Sterben, würde ich sagen. Oh, okay. Das heißt platt machen. Platt machen, die Japaner. Okay. Oh, da sind noch mehr. Okay, platt machen. So. Wunderbar hier. Und ihr könnt bitte nach hier oben gehen. Oh, schaut euch das an. Was eine Verwüstung, ey. Na, gut. Gut. Die Wälder hier, die sind nämlich sehr weitläufig tatsächlich. Da ist noch... MG-Nest. Was zur... MG-Nest. Ja, deswegen ziehen die auch so viel ab. Okay. Das ist also wie Bunker im Prinzip, ne? Wie Bunker, ja. Aber das passt, ja. Oh! Wir haben genug Einheiten. Ein U-Boot. Ja. Ah! Wir kriegen noch mehr Unterstützung. Es ist mir immer ein Vergnügen, Marinekameraden kennenzulernen. Ich bin Colonel Edson. Die Navy hat mich und meine Jungs in diesem U-Boot nach an den Patrouillen vorbeigeschleust. Wir haben Befehl, feindliche Operationen auf jede nur mögliche Weise zu stören. Den Rest konnte ich nicht lesen, leider. Okay. Sir, erwarte Befehle. Wo sind sie denn? Ah! Sir, erwarte Befehle. Da sind sie. Okay, dann kommt ihr bitte mit zu Team 2 dazu. Okay. Ja, Kommandant. Sir, erwarte Befehle. Sir, erwarte Befehle. Hä? Erwarte Befehle. Die drei, das Team 3 bleibt mal hier. Erwarte Befehle. Das ist dann Team 1, genau. Und das hier ist dann Gruppe 2. So, dann weiter geht's hier. So weit ist es ja jetzt auch nicht mehr, ne? Gott, Abmarsch. Marschieren. Marschiert für die USA. Richtig geile Mission, muss ich sagen. Richtig cool. Auch eine richtig geile Kampagne, ne? Weil die erste Mission war nur auf See. Die zweite ist nur an Land. Finde ich richtig nice. Tatsächlich, ja. Ah, guck mal da. Da sind noch mehr. So. Wieder hier MG-Nester. Und Kabem. So. Wunderbar. Oh, die haben auch hier Mörser-Einheiten. Ach, krass. Oh, 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 Gottes Willen. Ah. Sehr schön. Sehr, sehr gut, Freunde. Na, kommt schon. Ach du Scheiße. Was machen die denn da drin? Japanische Maschinengewehre hier. So, Team 2 kann bitte mal sich hier hindurchschlagen. So, und bitte hier rein. Los. Lass die das nicht kaputt machen hier. Ach, wie geil. Das ist eine richtig coole Mission. Was ist das denn? Eine Hütte? Was zur Hölle? Na gut, okay. Ach, wie geil. Okay, Cutscene, Freunde. Hey, Sergeant! Sally hat eine Karte von einem der Patrouillenwege gefunden. Scheint direkt zur Hintertür des japanischen Hauptstützpunkts zu führen. Ah, nice. Okay. Der japanische Hauptstützpunkt. Okay. Ja, aber... eine Karte? Wo ist denn die Karte? Der Sully. Erwarte Befehle. Sully, wo hast du denn die Karte gefunden? Hier? Flagge 1, nee. Okay, gut. Dann haben wir ja hier diesen Stützpunkt jetzt auch erobert. Können wir weiter marschieren? Irgendwo in der Hintertür für den japanischen Hauptstützpunkt. Okay. So, dann marschiert mal weiter. Team 3 kann bitte hier hochkommen. Die Ingenieure. Aber die Frage ist halt, wo soll ich denn hier einen Außenposten
Klicken Sie auf die medizinische. Okay. Hindert Sie alle Fliegen. Okay. Das sieht schon krasser aus, muss ich sagen. Das hier war nichts im Vergleich dazu. Oha. Okay. Erobern Sie Florida Island und Guadalcanal. Landen Sie mit der... Bringen Sie die Marines ins Inland, um einen Vorposten zu errichten. Ja, die Vorposten haben wir ja jetzt schon. Im Prinzip. So, Freunde, dann geht ihr bitte nach da oben und ihr marschiert mal ein bisschen weiter hier durch den Dschungel. So, da, guckt mal. Und weiter da drauf, da, genau. Und kabärm, ach du Heilige. Warum ist da, hier sind überall Bunker, was soll... Verdammt. Okay, wir verlieren mir gerade ein bisschen zu viele Einheiten. Wir verlieren hier gerade ein bisschen zu viele Einheiten, finde ich. Ach du Scheiße, ey. So, wegmachen. Jetzt können wir die alle schon in eine Gruppe tun. Oh Mann, Freunde. Was ist denn das? Irgendwie eine Hintertür hier. Der japanische Hauptstützpunkt. Ich glaube nicht, dass die Einheiten hier ausreichen dafür. Irgendwie echt nicht, ne? Aber gut, gucken wir einfach mal, ne? Das scheint die äußere Grenze der Lunga-Basis zu sein. Diese Seite dürfte für einen Angriff zu stark befestigt sein. Wir sollten vielleicht irgendwo anders nach einer Schwachstelle suchen. Jetzt verduften wir hier besser, bevor uns jemand entdeckt. Es ist zu früh, um ins Hornissennest zu stechen. Okay, das heißt hier nicht. Okay. Dann bin ich jetzt überfragt, was ich hier machen muss. Kann ich hier nicht irgendwas an Einheiten bauen? Eine Hütte. Ja, toll. Kann ich hier unten irgendwas an Einheiten bauen? Nö, auch nicht. Ja gut, dann verbessere ich die jetzt. Dann verbessere ich die jetzt einfach. Granatwerfer. Cool. So, dann die Maschinengewehre. Bazookas. Bleibt ihr Maschinengewehr da? Hä? Ach, keine Nahrung. Ah, okay. Ja, okay. Es ist keine Zeit zum Sterben. Was wollt ihr denn, ey? So. Ich fürchte, wir haben schon ein paar zu viele Einheiten hier verloren. Oh Mann. Na gut, okay. Das heißt, wir müssen hier diesen japanischen Stützpunkt noch erobern. Die haben wahrscheinlich da einiges an Einheiten noch. Ach du Scheiße, das kann was werden, echt. Okay, dann... sammelt euch alle mal hier in der Mitte, kommt. Ihr bitte auch in die Mitte. Bitte, wir müssen alle auf einen Schlag haben hier, damit die keine Chance haben. Kann ich helfen? Ja, du kannst helfen. Ich meine, die können ja aber auch gar nichts aufbauen hier, ne? Die können gar nichts machen. Ja, okay, gute Idee. Die Heckenschützen. Die Heckenschützen. Aha. Die Heckenschützen können die Bunker hier platt machen. Ja, das ist natürlich gar nicht mal so schlecht, ne? Oh Gott, oh Gott. Da sind noch mehr Heckenschützen. Oh Gottes Willen. Oh, was für ein Blutbad hier. So, das heißt, ihr habt 9 Reichweite, die haben 7 Reichweite. Das passt. Oh, schaut euch mal diesen Schaden von denen an, ey. Krass. Richtig krass. Oh, ich liebe Heckenschützen. Heckenschützen sind das Beste, Freunde. Schaut euch die an, ey. Mit einem Schuss sind die weg hier. Genau. Genau, auf diesen Turm da schießen. Wunderbar. Warum habe ich die nicht zuerst hingeschickt, ich Idiot? Na gut, okay. So, dann. Das ist nur eine Mauer, okay. Ach du Scheiße, da raus, 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 raus. Warum könnt ihr euch sehen? Warum könnt ihr euch sehen, ne? Raus da. Ach, weil ich zu nah an der Mauer rumgerannt bin, ne? Ja dann. Schlacht. Alles. Ach du Scheiße. Eine Haubitze. Was will er denn jetzt mit der Haubitze? Um Himmels Willen.
Oh Gottes Willen, ey. Warum schießt ihr nicht da drauf? Jawohl. Sehr schön. Och du. Okay. Ach du Scheiße, jetzt sind hier keine Bambusmauer. Ah! Die Lunga-Basis ist erobert worden. Geil. Okay, wir haben's. Oh, sehr schön. Je eher wir Luftunterstützung reinbringen können, desto besser. Wir sollten mit dem Bau einer Rollbahn beginnen, und zwar pronto. Das werden sich die Japaner unter Garantie nicht gefallen lassen. Wir müssen die Verteidigungsanlagen des Stützpunkts wieder aufbauen, für den Fall, dass sie einen Gegenangriff starten. Okay. Alles klar, aber das haben wir hier schon mal erobert. Wir werden angegriffen. Ach du! Fertig, Sir. What? What? Ja, ihr könnt jetzt natürlich nicht schießen, ne? Ist klar. Wo sind die Scharfschützen? Da sind die Heckenschützen. Geht mal bitte zurück hier. Der macht mir hier ein bisschen zu viel Stress. Ah, okay. Ja. So, was sollen wir jetzt machen? Bauen Sie die Verteidigung des Stützpunkts wieder auf oder reparieren Sie sie für den Fall eines Gegenangriffs? Okay, das heißt, wir haben hier wieder Bürger. Können hier ein Flugfeld aufbauen. Und wir können ein Kapitol aufbauen. Eine Hütte. Ein Kapitol brauchen wir, genau. Das heißt, wir können das hier aufbauen. Da haben wir jede Menge Sachen. Okay. Ja, ist ja gut. Euer Tod kommt schon. Was zur... Ah, ihr könnt reparieren. Ah, reparieren. Ja, dann repariert das mal. Ach, guck mal. Jetzt können sie Stacheldraht bauen. Die Scharfschützen, die brauchen auch ewig irgendwie. Aber, ui, Admiral Butch, Bulldogge, Ramsey hat jetzt das Kommando über die Operation. Seine Anwesenheit wird die Moral der Männer stärken. Ach, wie krass. Okay, cool. Weil wir den Flughafen hier fertig gebaut haben. Ah, geil, okay. Wir haben keine Bürger mehr. What? Mach die kaputt hier! Ach du Scheiße, ey. Mach den Marinesoldaten hier platt. So, wunderbar. Wo kommen die denn her, ey? So, Florida Island liegt im Norden auf der anderen Seite der Meerenge. Schwächen Sie die mobile Verteidigung mit Luftangriffen und erobern Sie dann dort den Marinestützpunkt. Mit Luftangriffen? Okay. Heckenschützen. Dann macht man bitte aggressives Vormarschieren. Weil hier oben der muss weg. Das ist einfach so. Der muss unbedingt weg. Der nervt. Okay, die lasse ich dann aber auch da. So, das heißt, ihr könnt bitte abbrechen. So, die Flugzeuge. P-38 Lightning-Flugzeuge. Guckt mal. Und ja, dann können wir ja uns ein paar Bürgerchen hier aufbauen. So, wir haben hier noch eine Hütte. Ist ein Reiterstall. Kaserne, was? Eine Uralt-Kaserne. Na gut, okay. Alles klar, dann. Die Scharfschützen sind da. Sehr schön, Freunde. Ah, hat er noch meine Festung gekriegt hier, ne? Hat er noch meine Festung gekriegt hier. Na gut, okay. Ah, obwohl, wartet mal. Ihr könnt ja auch hier Stacheldraht aufbauen. Dann mach das doch einfach mal. So. Mach das doch einfach mal. Und ja, liebe Freunde. Ich hoffe, dass euch das nach wie vor hier gefällt. Das Empire Earth. Ja. Dritte Mission. Ne, zweite Mission nach der amerikanischen Kampagne. Und ja, wir müssen uns jetzt hier halt vorbereiten. Ne? So, wir haben hier noch einen LST. Das heißt, den werde ich dann hier hinstellen, genau. Weitere Bürger. Wir brauchen einfach Bürger, Freunde. Können wir? Nee, können wir nicht. Verdammt. Ich hatte jetzt gehofft. Mehrere Transportschiffe wurden zerstört. What? Die Mission kann nicht fortgeführt werden. Nö. Spieler Vereinigte Staaten hat gesiegt.
Hä? Was zur... Oh nein, oder? Och nö, warum das denn? Nur wenn die Transportschiffe da... Ach Gott. Ja, okay. Das war aber noch nicht so weit weg. Sehr gut. Dann... Genau, das war noch gar nicht so weit weg. Das ist gut. Das ist sehr gut. Das heißt, wir müssen dieses Transportschiff beschützen. Alliierte Flugzeuge nähern sich. Admiral Butch Bulldogge Ramsey hat jetzt das Kommando über die Operation. Die seine Allianz wird die Moral der Männer stärken. So, dann Florida Island. Ja, okay. Ja, gut. Na dann. Dann könnt ihr mal bitte hier ein bisschen was erkunden. So. Dann erkundet mal ein bisschen die Map. Alles klar, Freunde. Dann würde ich sagen, machen wir doch einfach mal weiter. So. Das sind aber auch overpowerte Flugzeuge. Schaut euch das mal an. Aha. Okay. Bam. Weg. Geil. Das macht Spaß. Okay. Dann alles platt machen. Sehr gut. Ja, mit denen können wir alles platt machen eigentlich. Mit denen können wir alles platt machen. Easy, Freunde. Richtig easy. So, das heißt, die kommen hier an. Schieß da drauf, da. Hey! Ja, schießt nicht. Ist okay, kommt. Dann schießt halt nicht, ne? Oh ja. Ihr macht das schon, wa? Wir werden angegriffen. So. Ihr habt genug Sprit. So. Ja, der ist weg. Sehr gut. Gut, dann haben die keinen Sprit mehr. Ja, die haben alle keinen Sprit mehr. Ach, aber... Die haben schon einiges platt gemacht, muss ich sagen. Richtig cool. Bereit zum Einsatz. Ach, dieser eine Transporter, ne? Den muss ich noch halten. Oh mein Gott. Okay. Okay, Freunde. Wir können mit den Bürgern tatsächlich nichts bauen, ne? Außer hier so ein paar Türme. Haben wir hier wenigstens ein Krankenhaus? Erste Hilfehütte, tatsächlich. Zeit zum Sterben, oh Mann. Da ist meine Fliegerstaffel. Sehr nice. Okay, cool. Dann kommt mal wieder raus hier. Das sind richtig geile Flugzeuge, schaut euch die mal an. Richtig geile Flieger. Okay. Ja, läuft doch. Wunderbar, Freunde. Dann haben wir es ja erstmal. Ich glaube, in der nächsten Folge werden wir dann diese Mission hier beenden. Kann ich helfen? Gehen wir. Wir werden angegriffen. Was zur... Ah, okay. Ach du Scheiße. Ja. Macht erstmal bitte hier diese Flaggschiffe platt. Die müssen zuerst weg. Die müssen zuerst weg. Okay. Und hier, die, genau, das da. Verdammte Hacke. So, okay. Was ist das jetzt hier? Was macht ihr denn? Ach, Ingenieure. Ach, Mensch. So. Okay. Das heißt, die alle Schiffe sind platt hier. Wunderbar. Dann könnt ihr ja hier direkt diesen Bunker hier platt machen. So, wunderbar. Das heißt, dann muss ich noch mal ein bisschen warten für den nächsten Luftangriff. Kein Eisen. So. Dann geht bitte zum Eisen. Ich muss unbedingt meine Flugzeuge sichern hier. So. P-38 Lightning-Flugzeuge. Ja, cool. Richtig cool, Freunde. Alle Mann bereit. Oh Mann. Mit diesem einen Transportschiff. Ja, gut, okay. Dann würde ich mal sagen, wie viel Sprit habt ihr noch? Nicht mehr viel, okay. Das heißt, dann macht ihr erstmal abbrechen. So. Zwei Ingenieure sind da. Können die irgendwas bauen? Nee, die können nur Stacheldraht bauen.
Mehr brauchen wir gar nicht. Okay. Brennende Festung. Was ist das? Kommandoposten. Ach geil, Kommandoposten. Okay. Dann nochmal bitte. Alle ausladen, dann mache ich nämlich da oben den Rest jetzt noch platt. Dann hoffe ich mal, dass wir die Mission dann auch geschafft haben. Das wäre ja zu einfach, denke ich. Das wäre zu einfach. Also ich befürchte schon, dass da noch was kommt. Aber erstmal so als letzte Aktion jetzt für die Folge. Wie gesagt, einmal... das ist Team 2, genau. Einmal nach hier oben fliegen und alles kaputt machen hier. So, dann... Hallo, du auch bitte. Alle bitte. So. Bratter, 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 bratter. Sehr schön. Alles klar, dann diesen Bunker hier direkt kaputt machen. Genau. Die Einheit und das hier. Oh ne, das dauert so lange. Dann hier diese Artillerie. Ja. Und hier alles kaputt machen. So, bam. Kabam. Kabam. So. Wunderbar. MG-Nest. Ja. Dann macht hier diese Bunker im Arsch. Wow. Und bam. Wunderbar. Sehr schön, Freunde. Aber die haben leider nicht so viel Sprit übrig. Verdammt. Schafft ihr das noch? bevor euch der Sprit ausgeht. Ja, das schafft er noch. Sehr gut. Ihr könnt sogar hier noch einiges an Schaden machen. Finde ich gut, Freunde. Finde ich gut. Ja, ihr habt alle keinen Sprit mehr, ne? Verdammt. Ja, alles klar. Aber hey, das war gar nicht so schlecht. Gar nicht so schlecht gelaufen. Gut, Freunde, dann würde ich mal sagen, ja, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder Abo da. Lasst die Glocke läuten. Würde mich sehr freuen, erzählt gerne weiter in den Kanal. Und ja, wenn ihr Bock habt, mal ein bisschen privat was zu quatschen, dann kommt auf meinen neuen Discord-Server. Gerne, ihr seid eingeladen. Findet ihr unten in der Beschreibung den Link. Und ja, Freunde, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Und dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder schönen Tag. Ja? Tschüss.